Yo, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mal wieder mit dem beliebten Meta-Ranking für den April und dem ersten Format nach der neuen Bandlist. Dieses Mal ein bisschen früher, weil nächste Woche schon World Superstars erscheint und dadurch dann wieder neue Decks erscheinen und neues Meta und sowas. Deswegen dieses Mal einfach ein bisschen früher. Es hat sich eine Menge verändert im Vergleich zum letzten Monat. Und es wird sich wahrscheinlich nächsten Monat auch wieder viel verändern. Noch eine kleine Information, bevor wir mit dem Video anfangen. Und zwar veranstalten wir am Wochenende, am Sonntag, unser DN-Turnier. Für die, die es noch nicht wissen, Info-Video gibt es irgendwo. Und am Freitag werde ich nochmal, bevor das Turnier anfängt, halt kleines Info-Video, kleines Update und sowas, nochmal alles erklären, nochmal ein paar Sachen, paar Fragen beantworten und sowas. Einfach nochmal alles genau klarstellen. Das wird dann am Freitag kommen und dann Sonntag das Turnier. Also fangen wir mal an mit dem Video. Ein paar neue Decks haben es in die Top 10 geschafft. Und andere Decks sind halt rausgefallen. Relativ starke Decks sind halt zum Beispiel nicht mehr dabei, so wie Jusenju oder Volcanic. Sind auf jeden Fall immer noch gute Decks, aber nicht mehr in den Top 10. Also fangen wir mal an mit Platz 10. Da haben wir einen neuen Vertreter und zwar ist das Ivysaur. Und ironischerweise haben die Mermel verjagt vom letzten Monat. So ähnlich wie es in echt auch war, als Ivysaur rausgekommen ist und Mermel dann verdrängt haben. Zwar halt Top 8 in Amerika, ARG Series. Ist halt ein sehr starkes Anti-Deck. Es kann halt immer wieder mal kommen. Vor allem, wenn das Meta eher auf Level 5 und höher konzentriert ist, hat Ivysaur immer eine gute Chance. Und eigentlich wäre es auch relativ gut gegen Necros. Problem ist halt nur, dass Necros Unicorn hat, der Ophion einfach halt negieren kann. Deswegen keine Chancen gegen Necros. Danach haben wir auf Platz 9 Hero. Mast Hero, E-Hero, wie auch immer. Ich muss sagen, Hero enttäuscht mich wirklich. Ich mag das Deck eigentlich sehr, aber es fällt von Monat zu Monat immer weiter runter. Dark Lore kann jetzt auch nicht mehr so viel. Er wurde gehypt, er war auch richtig krass, aber zurzeit stört er ja kein Deck mehr wirklich hart. Es werden mehr Fallen gespielt, Mirror Force wird wieder gespielt und sowas. Also zurzeit nicht der wirklich perfekte Zeitpunkt, um Hero und Dark Lore und sowas zu spielen. Mal schauen, wie es nächsten Monat wird. Also nächste Woche kommt dann Blazeman raus in World Superstars. Und der könnte dann vielleicht helfen, dass Hero mal nächsten Monat ein bisschen weiter oben mitspielt. Aber für diesen Monat nur ein leidender Platz 9. Dann haben wir auf Platz 8 auch eine relativ große Überraschung, und zwar Infernoid. War im Meta-Ranking vor 2 Monaten mal auf Platz 10. Hat es dieses Mal auf Platz 8 sogar geschafft. Paar Regionals getoppt, also eine gewonnen und dann noch eine getoppt oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Hauptgrund ist wahrscheinlich, weil Emptiness auf 1 gegangen ist. Die Karte hat das Deck einfach komplett zerstört. Und Brigade ist auf 2 gegangen. Das hat das Deck auch ein bisschen unterstützt. Auf jeden Fall cool zu sehen, dass das Deck ein bisschen was kann. Ich fand es ja immer cool. Habe ja ein Review dazu gemacht. Und im nächsten Set kriegst du nochmal richtig guten Support. Und im übernächsten Set kriegst du dann richtig krassen Support, der das Deck dann richtig übertrieben macht. Aber das dauert noch. Aber auf jeden Fall reicht es für diesen Monat auf Platz 8. Auf Platz 7 haben wir auch wieder ein neues Deck, das zum ersten Mal in den Top 10 ist. Und zwar ist es Firefist. Es hat ja wieder die 3 Axis Engine bekommen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, Deck Profile und Gameplay. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und wahrscheinlich haben es die meisten schon mitbekommen, aber Jeff Jones hat damit ARG getoppt, war Zweiter damit, Firefist. Und ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Hat auch viel Potenzial. Und ich bin gespannt, ob es nächsten Monat weiter oben sein wird oder wieder sinken wird und wieder raus aus der Liste verschwinden wird. Dann haben wir auf Platz 6, genauso wie im letzten Monat, immer noch Spiritual Beast. Sehr solides Deck, sehr konstant, immer mit dabei. War jetzt auf der YCS Chicago am Wochenende sogar 1 unter den Top 32, also von den nicht T1 Decks auf jeden Fall das stärkste. Im nächsten Set kriegen die noch ein neues Bossmonster. Mal schauen, wie das wird, ob das gut genug ist, um Spiritual Beast nochmal eine Stufe höher zu pushen. Aber auf jeden Fall ganz gutes Deck, ist auch überall in den Tops mit dabei. Emptiness auf 1 hat dem Deck auch nur geholfen. Dann kommen wir zu den Top 5. Und hier muss ich nochmal sagen, dass diese Top 5 jetzt nicht ausgehend von ihrer Stärke platziert worden sind. Also. Und das hier ist halt ein Meta-Ranking, basierend auf den Platzierungen und Erfolgen von den Decks. Ich persönlich würde die auch ein bisschen anders ordnen, aber das sind halt jetzt die Platzierungen ausgehend von den Turnierergebnissen. Da haben wir auf Platz 5, überraschend oder nicht überraschend, kommt drauf an, wie man es nimmt,
Clifford. Clifford auf jeden Fall das Deck, was von der Banlist am stärksten getroffen wurde. Emptiness auf 1, Skill Drain auf 1, Sacrifice auf 1, Scout auf 2. Auf jeden Fall sehr hart getroffen. Aber ich finde es eigentlich immer noch relativ stark. War jetzt auch in den Tops immer noch vertreten, war immer noch gut mit dabei. Und vielleicht, wieso es so weit gesunken ist, ist nicht nur, dass es halt Tracker geworden ist, sondern auch, dass viele Leute das Deck dadurch, dass es halt Tracker geworden ist, dann aufgegeben haben und dadurch halt weniger das gespielt haben und dafür halt dann auch weniger getoppt haben. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch gut, hab Potenzial und es gibt viele neue Möglichkeiten, das Deck zu spielen. Viele Leute benutzen jetzt zum Beispiel diese Schnellzauberkarte, um eine Ausrüstung aus dem Grave an einem Monster auszurüsten. Manche benutzen die Konter vor allem mal Deutsche Knights und sowas. Also hat auf jeden Fall noch Potenzial und kann auf jeden Fall wieder steigen. Vor allem im nächsten Set kommt diese Loser Turn, diese neue Skill Drain raus und die wird dem Deck auf jeden Fall ein bisschen helfen. Dann haben wir auf Platz 4 Burning Abyss. Ist auch aus den Top 3 runtergerutscht. Die haben halt Tourguide verloren. Ich würde sagen, die wichtigste Karte aus dem Deck. War einfach eine Karte, um Dante rauszubringen. Hat so viele Setups aufgebaut und du konntest halt jede Runde mit Skarm dir deinen Tourguide rausholen. Musstest dir halt keine Sorgen um Ressourcen machen und jetzt ist es halt Trigger. Den Zug kannst du halt nur noch einmal machen. Im ganzen Spiel sogar. Deswegen auf jeden Fall sehr geschwächt worden. Leute versuchen Tourguide jetzt mit Crane Crane und sowas auszugleichen. Und das läuft halt mehr oder weniger erfolgreich. Also so Burning Abyss auf jeden Fall immer noch in den Tops mit dabei. Aber das hat auch schon letzten Monat ein bisschen geschwächelt. Hatte einen glücklichen Sieg auf der YCS. Sonst wäre es gar nicht auf Platz 2 gewesen, sondern auf Platz 3. Also hat letzten Monat schon geschwächelt und jetzt dann nach der Banlist auf jeden Fall noch mehr. Deswegen von der Top 3 runtergerutscht auf Platz 4. Dann haben wir für viele erfreulicherweise die Rückkehr eines Top-Decks, und zwar Shadol. Bevor überhaupt schon irgendwelche Turniere stattgefunden haben oder sowas. Einfach nachdem die Liste bekannt gegeben wurde, haben schon viele Leute gesagt, gehypt, dass Shadol wiederkommen wird. Dass Shadol eins der Top-Decks sein wird. Und sie hatten auch teilweise recht, also Shadol ist wieder da. Ist wieder mit in den Tops. Ich würde jetzt sagen, dass es nicht so krass ist, wie alle meinten. Auf jeden Fall viel schwächer als Necros. Deswegen auf Platz 3. YCS war es auch gut vertreten. In den Top 32 waren 3, genauso wie Burning Abyss. Also zwischen den zwei Decks kein großer Unterschied. Vielleicht dann nach dem neuen Set, im Mai, wenn die Wasserfusion rauskommt, haben die dann bessere Chancen gegen Necros und können die vielleicht von ihrem ersten Platz runterholen. Oder vielleicht sogar schon nächste Woche, wenn die Star Seraphs rauskommen. Viele meinen ja, Shadow Seraph soll richtig krass sein. Ich werde vielleicht dazu noch ein Video machen, aber mal schauen, wie sich es von der Zeit ergibt. Aber wenn Sasuras und Shadow echt so krass werden, könnten die nächsten Monate auf jeden Fall weiter oben landen. Dann haben wir auf Platz 2, überraschenderweise, endlich mal Satella Knight. Die haben endlich mal die Top 3 erreicht. Top Tier sind nicht mehr ewiger Vierter. Das Deck ist einfach richtig gut, richtig konstant. Man kann nicht viel Negatives gegen die sagen, also auf jeden Fall top. Und auch die kann man mit Star Seraph spielen. Ich habe es mal getestet, aber bin nicht wirklich überzeugt davon. Aber wir werden sehen, ob sich das irgendwie etablieren kann. Ansonsten werden die in den nächsten paar Sets leider keinen Support mehr bekommen. Also wenn Star Seraph, Satella nichts wird, dann wird das Deck vielleicht auf der Strecke bleiben und in den nächsten paar Monaten runterfallen. Dann haben wir auf Platz 1 natürlich immer noch Necros. Top Deck. Überall gewonnen, überall in den Tops. YCS wieder, Chicago. Die Mehrzahl der Top-Decks war Necros. Wurde zwar von der Liste geschwächt, überraschenderweise, aber die Limitierung von Emptiness war einfach zu gut für die. Ohne Emptiness haben die Decks nicht viele Outs dagegen, können die Necros nicht wirklich stoppen, deswegen können Necros ihre Faxen machen, ohne dass sie wirklich gestoppt werden können. So Leute, das war das Meta-Ranking für diesen Monat, April 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr eure Top 10 gestalten würdet. Ansonsten war es das auch wieder. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Checkt unser DN-Turnier ab, das diesen Sonntag laufen wird. Und ciao.